Die Woche fängt nicht so schlecht an. Zumindest mal für den DAX sieht es ganz gut aus. 11.790 knapp steht der Index aktuell. Wir sehen das, dass wir hier von diesem mehrfachen Tief und wenn wir hier vom 15-Minuten-Chart uns mal nach oben orientieren, jawohl, das war eigentlich hervorragend auf dem Tiefpunkt hier aufgesetzt, sich jetzt ein wenig wieder entfernen kann. Das macht zumindest mal ein bisschen Mut, das macht ein bisschen Hoffnung. Allerdings wollen wir es nicht übertreiben, denn mindestens mal so von der fundamentalen Idee haben wir einfach noch viel, viel, viel zu viel Potenzial hier auf der Abwärtsseite aus den Möglichkeiten, die sich noch aus dem US-Wahlkampf eben ergeben, um die Frage, gibt es Stimulus, ja oder nein? Da haben wir schon gehört, Trump will das Türchen wohl aufmachen, nein, die Schleuse wohl aufmachen. Sobald er gewählt ist, soll es da richtig losgehen. Das soll vielleicht noch mal ein kleines Versprechen sein im Sinne, so jetzt verdammt noch mal, wählt mich gefälligst. Wir werden sehen, ob es dann tatsächlich so kommt. Aber wir wissen, es geht ja nicht alleine um Trump. Es geht ja um ein ziemlich komplexes System. Im Prinzip gibt es Trump in Verbindung mit den Demokraten im Abgeordnetenhaus, im Senat. Wie wird sich das Ganze zusammensetzen? Oder ist Trump komplett raus? Aber die Republikaner sind noch teilweise mit Biden beschäftigt oder gibt es einen kompletten Wechsel? Wir werden das wohl noch abwarten müssen. Und die Frage ist, ob wir das auch dann zeitnah bekommen, das Ergebnis, oder ob nicht, wie von vielen vermutet, dass sie sowieso noch eine Weile hinzieht. Also insofern bitte, bitte das noch nicht überbewerten. An sich finde ich aber genau so ein Bewegungsmuster eigentlich hervorragend. Eine deutliche Bewegung nach oben, gefolgt von was Wackeligen. Ihr wisst das Spiel, ich rede immer vom Gleichen. Aber es ist halt nun mal das Spiel an der Börse, nämlich zu gucken, was ist die starke und was ist die schwache Seite. Wollen wir das mal in Amerika tun, mal mit Blick auf den Future-Markt dort hier mit dem Dow Jones? Lasst uns mal anfangen. Deshalb nämlich, weil die jetzt um diese Uhrzeit ja auch schon schön tickern. Und dann sehen wir, wir sind da auch unterwegs nach oben, allerdings zumindest mal beim Dow Jones, na, wollen wir mal gucken. Es ist auf jeden Fall erstmal eine Aufwärtsbewegung. Die Frage bleibt allerdings, ist das dann jetzt wirklich eine Kehrtwende oder nicht? Beim Dow Jones sieht das gar nicht so übel aus. Wir sehen das ja schon, dass wir hier auf der Unterseite tapfer angekommen waren und dementsprechend ist das umso nachvollziehbarer. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, ich hatte am Wochenende in einem etwas umfangreicheren Video zur übergeordneten Sicht das Bild ja hier schon mal so halbwegs in den Raum gestellt, dass wir eigentlich da noch mal tiefer kommen sollten. Na, wie passt das mit dem Anstieg? Na, ich denke mal, wir haben realistische Chancen, dass es in den nächsten Tagen noch mal ganz heftig in die eine oder andere Richtung wackelt. Ich glaube nicht, dass sich jetzt vor der Wahl wirklich ernsthaft jemand aus dem Fenster lehnt und sagt, nö, nö, ich weiß schon, wohin das geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch ein ewiges Wechselspiel, ewig natürlich nicht, aber ein zumindest mal für die nächsten vielen Stunden oder einige Tage ein Wechselspiel gibt mit teils heftigen Richtungswechseln, davon gehe ich einfach mal aus und mit guten Chancen, dass wir da eben nochmal nach unten gehen, auch wenn das natürlich ebenfalls nicht sicher ist. Deshalb ist ganz entscheidend zu gucken, wie sich diese Richtungen abwechseln und wir sehen, hier ist noch zwar toll, ah Mensch, der Markt geht nach oben, aber bitte denkt an sowas hier, ziemlich steil nach oben gefolgt von ziemlich steil nach unten oder nach unten und dann wieder nach oben. Wir haben in beide Richtungen jetzt starke Richtungswechsel immer wieder und auch hier hinten deutet sich das im Moment an. Also man kann noch nicht wirklich sagen, welche Seite soll da jetzt die stärkere sein. Das ist etwas, wo ich typischerweise sage, ich gucke mir das mal von außen an, wie sich die Leute da draußen eine blutige Nase holen. Aber ich bleibe an der Seitenlinie und halte mich dann noch eher mal zurück. Das wird sich sofort ändern, wenn eine Seite sich als die schwache herauskristallisiert, dann kann man in diese Richtung gehen. Ein kleines Beispiel, das ist jetzt nur historisch gesehen, ist ja schon vorbei, aber das hier und wenn wir dann so eine Gegenbewegung sehen, ja, dann geht wohl die eigentliche Trendrichtung los. Wir haben ein anderes Beispiel, das und dann gibt es eine Gegenbewegung, dann geht wohl die eigentliche Trendrichtung wieder. Also ihr seht, sowas kommt durchaus häufig vor. Das war jetzt ein 15-Minuten-Chart, das können wir auch nochmal gucken, im noch kürzeren Chart, aber übergeordnet gilt das Bild natürlich genauso. Jetzt sind wir schon dabei, dann machen wir noch zum Abschluss die Technik, nämlich die Hightechies mit dem Nasdaq, in dem Fall ebenfalls den Future. Auch hier erstmal eine ganz positive Ausrichtung, weil der Kurs erstmal nach oben geht, aber wenn wir ehrlich sind, solche Bewegungen gab es ja schon häufig und die haben auch nicht lange gehalten. Ich würde jetzt also aufgrund dieser Bewegung nicht in Rage geraten und sagen, man muss jetzt unbedingt kaufen, der Markt kann nur hoch, wenn ich ehrlich bin. Auch hier gilt die Vermutung der weiter fortgesetzten Abwärtsbewegung, zumindest mal vorläufig. Deshalb ein bisschen vorsichtiger gegenwärtig sein, mit Stops arbeiten und vor allen Dingen mit kleineren Positionsgrößen, um nicht leiden zu müssen, wenn der Markt dann doch ganz schnell nochmal die Richtung dreht.
Ansonsten kann man in diesem Moment gar nicht so viel mehr sagen. Falls mir sonst noch was einfällt, ich kann eigentlich nur sagen, meldet euch an für das Born for Trading beziehungsweise für den Trade des Tages. Dort stellen wir konkrete Handelsideen vor mit unseren Handelsmarken, also auch mal Intraday oder mal zwischendurch mal mit ganz exakt der Marke, wo wir reingehen, wo wir wieder rausgehen, je nachdem, was der Markt uns da bietet, also in Abhängigkeit von der aktuellen Situation. Es kostet nichts, deshalb freue ich mich, wenn ihr da mit dabei seid und wir uns dann an vielen Stellen im Markt wiedersehen. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.